Hallo, mein Tipp des Tages ist heute Wakelet. Wakelet ist eine Plattform, auf der ich ähnlich wie bei Padlet verschiedene Linklisten erstellen kann oder auch Material bereitstellen kann. Wakelet ist kostenlos und eignet sich daher ganz gut für die Schule, um Material für das Homeschooling, aber auch für den regulären Unterricht bereitzustellen. Ich möchte einmal ein Beispiel für ein Wakelet zeigen. Das ist der sogenannte Bildungsbrief von Tim Kantereit. Der stellt jeden Monat hier zum Beispiel eine Liste zur Verfügung mit interessanten Links und Dateien oder Artikeln. Und die hat er hier verlinkt. Und dann kann man sich da durchscrollen und sich das heraussuchen, was man haben möchte. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich dann beispielsweise die Webseite mit dem Inhalt, der dort eben verlinkt ist. Wir wollen uns jetzt einmal hier bei Wakelet registrieren. Sign up, it's free. Ich registriere mich mit einer E-Mail-Adresse. So, und schon bin ich da. Get started. Mein Name ist jetzt Tino Trubel 665. Okay. Ich bin Educator. Und ich gehe mal hier jetzt. Gebe jetzt einfach mal diese Schulform an. So, das war's. Hier kann ich jetzt Kollektionen erstellen. Und ich suche mir erstmal ein Thema aus. Meine Kollektion soll zum Thema Erklärvideos erstellt werden. Ich möchte also gerne eine Liste erstellen, auf denen die Menschen, denen ich das zeige, eben sich mit Erklärvideos auseinandersetzen können. Ich klicke hier mal drauf und nun habe ich die Möglichkeit hier Erklärvideos, so nenne ich das, so zu benennen. Und dann kann ich hier Content adden, wie es hier schön heißt. Ich klicke hier mal drauf. Und da sieht man schon, welche Möglichkeiten es gibt, diese Liste hier zu füllen. Ich kann zum Beispiel ein YouTube-Video verlinken. Das geht aber auch einfacher. Ich habe hier zum Beispiel mal ein paar Erklärvideos geöffnet. Ich kopiere mir jetzt die Adresse dieses Erklärvideos. Gehe hier einfach auf Paste URL. So, das war's schon. Und dann wird dieses Video hier eingefügt mit dem Titel und dem Vorschaubild. So, das mache ich jetzt auch für weitere Erklärvideos, die ich gefunden habe. Ich kann das dann entweder oben drüber oder unten drunter hinzufügen. So, das dritte Video kopiere ich auch hier rein und schließlich das vierte Video. Okay, jetzt sieht man vom Layout, dass diese Videos relativ viel Platz beanspruchen. Wenn man das etwas kompakter haben möchte, kann man sich das auch vom Layout her etwas verändern oder anpassen. So habe ich hier kleine Vorschaubilder. Ich kann aber auch den Grid View einschalten. Dann wird das alles in Zweierspalten präsentiert. Was haben wir hier noch? Ja, oder so. Dann ist es mit mehreren Spalten nebeneinander. Ich finde eigentlich diese kompakte Darstellung oder Grid View ganz schön. Ich bleibe jetzt mal bei der kompakten Darstellung. So, wir schauen mal, wenn man die Reihenfolge ändern möchte, kann man hier auf Easy Reorder Mode klicken und so habe ich die Möglichkeit, die einzelnen Posts in die richtige Reihenfolge zu bringen. Hier kann ich mir noch eine Unterschrift machen. So, genau. Und hier oben kann ich dann noch ein Cover Image hinzufügen. Ich gehe mal auf Pixabay.
Lightroom.com, da sind lizenzfreie Fotos. Mal gucken, ob er auch Kosten. Nee, da hat er keins. Machen wir mal, suchen wir mal sowas. Okay, das sieht doch super aus. Dieses Bild, das lade ich mir jetzt hier kostenlos herunter. Download. Aha, jetzt soll ich noch einen Schornstein erkennen. Machen wir das mal. Wunderbar. So, da ist es heruntergeladen worden. Okay, wunderbar. Dann wähle ich mal dieses Bild. So, und dann habe ich hier auch noch einen schönen, ein schönes Einstiegsbild. Genau. Ich zeige nochmal eben was anderes. Also, was ganz schön ist, ich kann zum Beispiel PDF-Dateien hochladen. Ich habe da mal auch eine Datei vorbereitet. Die wird jetzt hier hochgeladen. Und da kann ich dann beispielsweise zu den Erklärvideos dann auch noch Aufgaben oder Arbeitsblätter hier posten, die dann passend dazu dargestellt werden. Was noch ganz gut ist bei dem Grid View, wenn man in Zweierspalten arbeitet, dann hat man zum Beispiel immer das Erklärvideo und die passende PDF-Datei nebeneinander. Also es muss dann natürlich immer in diesem Zweierpack hochgeladen werden, aber das ist dann, glaube ich, auch für Schüler ganz übersichtlich. Ich bleibe nochmal bei dem Compact View. Jetzt testen wir nochmal ein weiteres. Add a Text. Hier kann ich jetzt mit einem kleinen Editor etwas schreiben. So. Und dann noch Hausaufgabe. Kann ich das auch noch hier markieren und dann als Überschrift oder irgendwie anders deutlich machen. So, okay. Das lassen wir jetzt mal so. Ich kann jetzt hier oben über das Zahnrad noch weitere Möglichkeit hier zum Beispiel ein Hintergrundbild hinzufügen. Das lade ich mal nicht hoch, sondern ich wähle das mal aus einer Bibliothek. Jetzt sehen wir hier Natur. Ich gebe mal irgendwas ein, was mit Schule zu tun hat. So. Sieht das gut aus? Ja, wäre möglich. Ich nehme nochmal eben ein anderes. Ich kann das hier jetzt auch wieder löschen. Hier, das nehmen wir jetzt. Zack, fertig. So. Invite. Hiermit kann ich nun zum Beispiel diesen Link verschicken, den Schülern zukommen lassen oder diesen QR-Code projizieren auf die Tafel, dann können meine Schüler direkt darauf zugreifen oder ich kann es per E-Mail verschicken. Hier wird mir auch gleich angeboten, die E-Mail-Adresse anzugeben, aber ich finde diese Lösung schon ganz gut, dass man das auf diesem Wege verbreiten kann. Okay, abschließend kann man noch die Sichtbarkeit darstellen. Wenn man das weitergeben möchte, darf es nicht auf Private stehen, denn dann kann man das Wakelet nur sehen, wenn man wirklich eingeloggt ist. Ich empfehle hier, gerade so im Zusammenhang mit Schule, die Variante Unlisted. Das ist so ähnlich wie bei YouTube. Ich kann den Link zu diesem Wakelet teilen, aber es kann nicht durch Suchen im Internet gefunden werden. Und das ist doch eigentlich eine ganz gute Variante. Dann klicke ich auf Done. Und, nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Und das war's. Jetzt haben wir hier im Prinzip die Ansicht, so wie sie dann schließlich von den Schülern gesehen werden kann. Und ich glaube, ich kann mir das sogar vorlesen lassen, wenn ich hier drauf klicke. Ja, stark. Das machen wir jetzt aber nicht. Ja, das war jetzt ein Beispiel für ein Wakelet. Und ich gehe nochmal Home. Genau, hier werden jetzt also alle meine Wakelets angezeigt. Die kann ich mir sortieren lassen, wann ich sie erstellt habe, wann ich sie aktualisiert habe oder auch einfach nach dem Alphabet mir anzeigen lassen. Hier nochmal links
Unter Bookmarks wird alles das, was ich hochgeladen oder verlinkt habe, nochmal unsortiert gezeigt. Ja, dann, wenn man also wissen möchte, was habe ich da nochmal alles gesammelt, wenn ich also auch Bookmarks unsortiert in keiner Kollektion sammle, wenn ich erstmal einfach alles da reinschmeiße, was mir, was ich so im Internet gefunden habe, ist das schon mal ganz gut. Und das kann ich dann ja auch später in Kollektionen zusammenfassen. Genau, ja, und hier das Profil kann man natürlich entsprechend noch anpassen. Ich kann meinen Namen und meinen Benutzernamen ändern und auch noch ein paar persönliche Informationen hinzufügen. Das mache ich jetzt einmal nicht, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was man mit Wakelet alles machen kann. Dann viel Spaß beim Ausprobieren.